Ich würde mal sagen, jede Frau kennt mindestens eine Frau, die im privaten und oder beruflichen Leben sexuell belästigt, genötigt oder aber auch missbraucht wurde. Und doch hat dieses Thema nie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient hat, die es braucht, um eine Debatte bzw. auch um eine Veränderung anzustoßen. Mit der Causa Weinstein hat sich das nun verändert. Unter dem Hashtag MeToo haben sich bereits tausende Frauen zu Wort gemeldet, darunter auch einige aus dem Europäischen Parlament. Mehrere EU-Abgeordnete sollen Mitarbeiterinnen begrapscht und bedrängt haben. Darunter wohl auch zwei deutsche EU-Abgeordnete. Auch da wollen wir nachfragen bei Shakuntala Banerjee in Straßburg. Einen schönen guten Morgen dorthin. Was weiß man konkret? Also was sind denn die Fakten? Also Fakten haben wir hier nur sehr wenige vorliegen, denn die ersten Fälle, die bekannt geworden sind, die kamen über Kollegen von der Sunday Times und von Politico, die das bekannt gemacht haben. Und die Frauen, die sich dort an diese Kollegen gewendet haben, haben ihre Informationen vertraulich weitergegeben. Es gibt mittlerweile auch unter einem eigenen Hashtag MeTooEU Dutzende weitere Fälle, die hier bekannt werden, aber immer ohne Namen. Und das zeigt, welches Problem hier vorliegt. Das Europäische Parlament hat derzeit kein funktionierendes System, wo sich Opfer ans Parlament wenden können und unter Nennung von Namen Fälle vortragen können, ohne dass sie davon eigene Nachteile haben. Es gibt seit ungefähr einem Jahr ein Komitee für Belästigung. Das soll eigentlich für alle Formen von Belästigungen offen stehen, hat aber bisher nur Dinge gemeldet bekommen, wie mein Chef ruft mich immer abends an und ruft mich immer am Wochenende an und gibt mir zu viel Arbeit. Es gibt noch keinen einzigen Fall von sexueller Belästigung, der dort gemeldet worden ist. Und wenn man sich hier umhört, dann heißt es, naja, da will sich halt keiner exponieren, da möchte keiner Namen nennen. Denn wenn ich sage, mein Chef hat mich belästigt und das Verfahren wird eingeleitet, ist völlig klar, dass ich da auch Konsequenzen zu tragen habe. Also das ist momentan hier das Problem und da gibt es noch kein geeignetes Verfahren. Das ist sicherlich nicht nur das Problem in Brüssel, sondern auch anderswo. Heute soll aber nun eine Dringlichkeitsdebatte stattfinden zu genau eben dieser Frage im EU-Parlament in Straßburg. Ja, was wird denn dann da eigentlich besprochen? Also das kann eine sehr emotionale Debatte werden heute hier, denn es gibt einige Abgeordnete, die sind unzufrieden mit den Zuständen, die stellen sich hinter ihre Mitarbeiter, sagen, wir haben selber Fälle gemeldet bekommen und haben gesehen, dass man hier nicht weiterkommt mit dem System, das da ist. Und die haben auch schon einen Forderungskatalog an den Präsidenten des Europaparlamentes geschickt. Da steht zum Beispiel drin, das Parlament braucht ein eigenes Komitee für sexuelle Übergriffe mit geeigneten Verfahren, damit der Opferschutz sichergestellt werden kann. Das Parlament braucht verpflichtende Verfahrenstrainings für alle Mitarbeiter, damit hier sensibilisiert wird und damit sich die Mentalität ändert, damit es in Zukunft weniger zu solchen Übergriffen kommt. Das alles gibt es hier derzeit im Parlament noch nicht. Und die Debatte heute ist die Eröffnung einer großen Diskussion, angestoßen durch die breite gesellschaftliche Debatte, die wir im Moment haben. Shakuntala, vielen herzlichen Dank. Soweit also die Einschätzungen unserer Korrespondentin in Straßburg zu den möglichen Übergriffen auch im EU-Parlament.